Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Mir ist gerade aufgefallen, dass unsere Leute hier aufs Klo müssen ganz, ganz dringend und das, weil die Toilette geschlossen ist. Lasst uns die mal öffnen und schauen, wie viele gleich mal aufs Klo rennen. Na, da rennt schon der Erste. Er sagt schon, ah, meine Blase, ich muss aufs Klo. Da kommt der Nächste. Oh, da kommt schon der Nächste. Ach, guck mal, die setzen sich sogar hin. Guck dir das mal an. Flup. Flup. Ja, ja, flup. Flup. Ich find's cool, wie das... Der Handtrockner! Trocknet dir die Hände ab! Trocknet sich denn hier keiner die Hände ab? Leute, der hat sich gar nicht die Hände geputzt. Der Handtrockner ist zum Trocknen da. Die trocknen sich alle nicht die Hände, ich glaub's nicht. Also wenigstens alle schön auf der Toilette gewesen. Aber sie haben keine Energie mehr. Ich glaube, den haue ich mal hier noch so einen kleinen Snackautomaten rein. Wo ist denn der Snackautomat? Wo war denn der nochmal? Ey. Snackautomat. Wo bist du? Ey, wo ist der? Snackautomat. Ich weiß, dass du hier bist. Snackautomat? Hä? Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen Snackautomaten hatten. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass wir schon einen aufgestellt haben irgendwo. Oder? Oder auch nicht? Okay, dann kommt der später. Dann gucken wir erstmal auf unsere Informationen zur Personal. Ah, ne, wo ist denn das? Wo sind denn die Mitarbeiter? Hier ist die Mitarbeiterlounge. Flughafen ist geöffnet, ja, das passt. Wetterstation fehlt. Aha. Einnahmen. Ja, okay, es ist auch noch wirklich nicht viel passiert hier. Ausgaben 3000. Huchala. Gib mir mal stündliche Ausnahmen. Hoppala. Ja, okay, der da ist ein bisschen Abstand zwischen. Liegt vielleicht daran, dass viele Mitarbeiter gerade da sind, aber wenig so Sachen hier. So, jetzt, wo ist mein Snackautomat? Ich will snacken. Und ich habe wieder vergessen, wo zur Hölle meine Vertragsleute waren, die hier gearbeitet haben. Es ist doch schon wieder. Hä? Start, Landebahn, Nutzung. Das sind die Preise, die könnte man vielleicht mal anpassen. Wirtschaft, Personal, Statistik. Wo habe ich das hin? Bin ich jetzt... hier. Ich hab's ja schon gestartet. Warte mal, hier. Irgendwo essen. Franchise-Läden. Nee, warte mal. Nachtflüge. Bargaining für zusätzliches Stockwerk. Das wäre schon mal geil. Ich könnte vielleicht noch einen hier einstellen. Was sind das für Mitarbeiter? Verwaltungsmitarbeiter. Ich hätte gern einen Verwaltungsmitarbeiter, oder? Ne, die habe ich schon. Fluggastbetreuer. Fluggastbetreuer. Ach, es gibt keinen mehr. Nein! Kann ich vorgestellt, dass Flugzeuge sich noch bewegen? Ja, stimmt. Ich habe noch ein paar Parkplätze, die aktuell nicht für Passagierflugzeuge verwendet werden. Ach, guck mal, was ist jetzt los? Ach, guck mal! Wer hinten? Sie? Harris Mitchell? Land vom Neuseeland kommt der? Der wiegt... Der muss auf die Toilette... Habe ich schon eine Toilette hier gebaut? Oh, mein Flughafen hat keine Toilette! Nutzen wir das als Toilette? Also eigentlich bräuchten wir hier auch eine Toilette. Das ist so die Sache. Wie machen wir das jetzt? Schauen wir mal. Toilette. Also die Frauen brauchen ja nur Toiletten hier. Das geht relativ easy. Dann. So, warte mal. Wir ziehen jetzt schon mal Wände.
Wenn ich jetzt hier eine Wand hochziehe, zum Beispiel, kriegen die Männer mehr Platz oder die Frauen mehr Platz? Sagen wir mal die Frauen in dem Fall. So. Dann hätte ich gerne, dass hier Standklos hinkommen, hier Pinkelklos, dann hier Waschbecken und ein Handtrockner. Bei den Frauen wird das, wie mache ich denn das? Toilette? Oder mache ich Toilette? Durchgang? Waschbecken? Und so? Und dann mache ich hier einen Eingang und hier einen Eingang und dann sollte das passen. Dann kriegt die... Also, das muss innerhalb einer Toilette platziert werden. Das ist eine Toilette und das ist eine Toilette dann. So. Die Männer kriegen hier ihre Toilettenplätze hin. Ah, nee, warte, die Frauen waren anders geplant. Warte. Zurück mit dem hier. Weg damit. Das passt ja mal gar nicht. So. Die Toilette wird so platziert hier. Die Männer kriegen dann noch die Standtoiletten. Dann kommt die Waschbeckenanlage. Und natürlich die Handtrockner. So, das wird doch hoffentlich passen. Natürlich kriegen die auch noch einen anderen Boden. Sie, ich würde da rausgehen, das ist die Frauentoilette. Weiblich. Und das ist männliche Toilette. Ach, schau mal, wie viele Leute das jetzt sind. Und die wollen alle fliegen gehen. Eieiei. So, schau mal. Ich will Leute einstellen. Administratoren. Holen wir uns doch hier noch ein paar schöne. Die mir gerade so in die... Ja, ihr werdet nicht angenommen. Ihr seid leider alle außerhalb meines Vorstellungsbereichs. Du kommst noch mit rein. Gut. Alter, das ist so ein richtig Open-Desk-System hier bei mir. Lego Mio. So, die Toilette. Die Toilette, die wird schon klappen. Ich mache jetzt hier auch mal direkt so einen kleinen Wartebereich noch hin. Dann können sich Leute rein theoretisch hier hinhocken. Baut fertig, Jungs. Die wollen pinkeln gehen. Was machen die denn von außen? Achso, ich sollte vielleicht noch innen. So. Dann ist hoffentlich jetzt die Toilette. Was ist mit dem. Autos kommen jetzt schon? Abfertigung freigeben. Ich will doch die Flugplätze umbauen. So, wir haben jetzt auf einmal hier schon Toiletten. So, die gehen jetzt in Security. Kann ich hier nicht die Bauwarteschlange? Ah, das geht cool. Cool, ich liebe Warteschlangen.
So, wir bereiten einfach schon mal auf einen höheren Betrieb vor. Eigentlich könnte ich ja echt die hier außen auch nochmal. Kann ich die nochmal zurücklöschen? Geht das? Es wird immer weniger, wenn ich einmal draufklicke. Okay. So. Das ist doch kalt, der Boden, Leute. Da können sie jetzt ganz gemütlich rangehen. Haut ihr auch mal ein Flugzeug ab oder wie schaut es hier aus? Wir machen jetzt hier zwischen so ein jeweils so kleine Sitzflächen. Irgendwie ist Abstand die größer. Bin ich jetzt blöd? Eins hier, eins da, eins hier, eins da. Ah ne, ich war richtig blöd gerade, okay. Ach komm schon. Was für ein Mensch, dein erster Passagier ist auf deinem Flughafen gelandet. Was? Wo? Welches Gate? Wie die hier warten, so chillen, so dübeldü. Oh. Da kommt eine große Maschine daher, schau mal an. Oh. Was ist denn das für ein Brummer? Umschalten für kommerziellen Flug. Anschalten. Kommt die nächste große Maschine. Uiuiui. Die geht auf das Gate, okay. Da kommt die nächste große Maschine. Uiuiui. Die Dinger sind ja riesig. Schau dir mal die brutalen Brüller hier an. Jetzt werden hier noch Sitzplätze gebaut, dann können die sich nicht dahin chillen, bis ihr Flugzeug angekommen ist und alles dementsprechend vorbereitet ist. Da kommt schon der nächste. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, das sage ich euch. Die Privatfahrzeuge, die kommen hier an. Da kommt jetzt auch mal ein Bus wieder zur Abwechslung. Ich hoffe dann, dass diese kleinen Flugzeuge nicht mehr abhauen. Magst du nicht auch verschwinden und du nicht auch verschwinden? Aber ich kann nicht für teures Geld jetzt benötigen. Schon umgeschaltet. Schon auf kommerziell umgebaut. Das ganze Ding hier. Auch jetzt komme. Ach, kann doch das sein. Jetzt aber. Oh.
unser Mini-Flughafen, er läuft und läuft und läuft. Gesperrte Verbindung zur Parkposition. Kann leider keine Verbindung zur Parkposition ändern oder löschen, während... Achso, nee, das ist ja eh wurscht. Wann ist es denn hier Boarding? Boarding beginnt um 7.20 Uhr. Nein, jetzt habe ich schon wieder verpennt, dass dann ein Flugzeug... Hä? Nein, weil dann ein Flugzeug kommt. Shit. Boarding beginnt halt erst relativ spät. So. Wie schaut's mit unserem F&A? Achso, ich hätte... Ja, ich hätte die ganze Zeit für F&A hier noch einen Mitarbeiter hinzufügen können. Ich bin schon schlau, ne? So, ich hätte aber gerne eine größere Tankanlage mittlerweile. Hier sind die Verkaufsautomaten. Meine Güte, guck mal. Hier gibt's einen für Speisen. Und einen für Getränke. Und daneben direkt noch einen Mülleimer. So. Da kommen die nächsten Leute zum Gate. Leute, ihr könnt auch an einen anderen Check-In jetzt gehen. Euch steht jetzt rein theoretisch mehr Check-ins zur Verfügung wie davor. Bitte stellen Sie sich in der Line an. Dankeschön. Die Flugzeuge an D und F werden bald für Sie verfügbar sein. Das erste Boarding hat schon begonnen, glaube ich, oder? Fehlt dir irgendwie ein Mitarbeiter? Weil 27 war schon vor 10 Minuten. Fluggastbetreuer. Wir brauchen mehr Fluggastbetreuer. Kann das sein? Halten für Shuttle Plus auf dem Vorfeld. Service PKW Haltestelle. Erweiterte Lizenz für kommerzielle Flüge. U-Bahn zulassen. Kabinenreinigung. Catering-Service. Enteisungserlaubnis. Automatisierung. Notfalleinheiten. Gepäck abfertigen, Franchise lesen, gepachtete KPs, Bauingenieur, Betonrollbahn, Betonparkposition, Straße betonen, Fundament betonen. Vielleicht so ein paar Cafés wären doch cool, oder? Jetzt kann ich hier die Treppen hoch machen und einen Aufzug auch bauen rein, theoretisch. Und jetzt habe ich den Einbahnstraße. Ah ne, jetzt habe ich den Zugang hier. Dienstleistung. Straßentunnel aufwärts. Straßentunnel abwärts. Ah, jetzt kann ich die hier unten durchführen. Rein. Also rein theoretisch können jetzt hier jetzt Straßen nach unten gehen. Und dann zur Rollbahn oder irgendwo hin. Ah. Und so kann ich rein theoretisch auch ein Inside-Terminal machen. Bedeutet... aus dem Parkposition oder irgendwas und dann geht das nach innen durch alles und Fahrzeuge können auch innen parken. Ah, hahaha. Wenn rein theoretisch wir alles freischalten, könnten wir hier in der Mitte so einen riesigen Flughafen bauen, die Straßen von hier rein führen, in die Mitte rein und dann hier außen nur Flugfelder und Parkpositionen. Bestimmt auch mega cool. Ah, ich wollte auch noch mehr Leute einstellen im Bereich, wie hieß das, Administration, was nicht, Hausmeister, Fluggastbetreuer. Alle mit einem grünen Grade kriegen von mir hier eine Anstellung als Fluggastbetreuer. Ein Ramp Agent mit grünen hole ich mir natürlich auch noch ein paar dazu jetzt.
Da sind noch ein paar Fluggastbetäuscher an. Ein Hausmeister ist auch nicht schlecht. Das sollte jetzt ganz gut sein. Noch ein Hausmeister hier schon. Wir haben schon richtig viele Mitarbeiter. Also bei uns geht es ab. Bei uns geht's rund am Flughafen. Ich glaube, wir brauchen eine neue Reihe an Sitzplätzen mittlerweile. Eine Sitzplatz hier ist leider nicht gut gewesen. So. Wirtschaftsbericht. Schauen wir uns nochmal den schnell an. Heutige Bilanz ohne Baukosten. 19.000. Aha, mit inklusive Baukosten natürlich 49.000. Ansonsten... Wenn wir nichts bauen würden, hätten wir ein Plus von fast 20.000 heute. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter unseren Flughafen ausbauen. Hier vielleicht die ersten Cafés. Und natürlich brauchen wir auch noch Toiletten hier aufbauen, damit die Leute hier auch jederzeit mal ihr Geschäft verrichten können, wenn sie hier auf ihren Flugzeug warten. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.